Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Baldur's Gate 2, Schatten von Amulf Pelzig. So, dann wollen wir doch mal und gehen jetzt hier in Bodis Territorium direkt rein. Ich wollte nochmal gerade was checken. Vikonia, ja, Zerschlagung, der hilft glaube ich auch noch gegen Kangax. Ich glaube mich zu erinnern, dass auch der, muss ich gerade nochmal gucken, ob wir den in unserem Beutel drin haben. Dum di dum di dum di dum 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 dum. Chaos Schwert. Nee, Chaos um mir. Nee. Nee, sieht nicht so aus, als ob wir den in unserem Beutel drin hätten. Oder Edwin hat ihn einfach so im Gepäck. Nö, glaube ich aber auch nicht. Nee. Zepter der Absorption. Absorbiert Zauber mit einer Wirkungsdauer von 4 Runden. Kann nur von. Das Ganze aber das jeden Grades absorbieren. Auch nicht verkehrt. Könnten wir uns eventuell auch noch für Kangax aufheben? Ja, aber jetzt schicken wir erstmal hier Anomen rein und kümmern uns erstmal um das, was uns hier blüht. Weil hier blühen uns auch jede Menge garstige Vampire wieder. Uah, meine Herrinnen, bitte euch hier willkommen, Abdelabien. Huch. Oh, hoppla. Ja, ich sehe schon, wie es hier willkommen geheißen wird. Der erste junge Vampir ist schon tot und Korkan hat schon mal gleich schicke 2 Stufe verloren. Das ist nicht besonders gut. Deswegen sollten wir hier auf jeden Fall nochmal die teilweise Genesung wirken. Anomen gehe ich trotzdem nochmal vor, sei also gut. So. Ach ja. Wahlen ist es. Ah. Dich haben wir gewahrt, Mädel. Auf dich haben wir echt gewahrt. So. Jetzt ist die ach weg. Weg vom Fenster und generell ach weg. Sehr schön, dann können wir die jetzt auch pflocken. Und da ist noch eine. So, ist noch eine Fledermaus und ein junger Vampir. Stinkt normal. Wer ein Teil von der Dunkelheit, ihr Narre. Dele ist auch wieder zurück. Schade, dass wir die alle mittlerweile schon per Name kennen, die ganze Freaks hier. Aber bei Vampire gehen wir mal definitiv kein Risiko ein. Abdel Adrian dürfte, ach ja, der dürfte sich jetzt auch wieder der Tagesstern als Waffe zulegen. Oh, Abdel Adrian ist gerade bezaubert worden. Das ist nicht so gut. Autsch, hör auf. Abdel Adrian, lass die Magier in Ruhe. Hör auf. Vikonia, warte mal. Wir können doch bestimmt noch Magie bannen oder so wirken. So. Na toll. Okay. Während der hier seine Freundin angreift, mach du da mal Magie-Bann. Okay, gut, jetzt hört auf euch gegenseitig die Schädel einzuschlachen. Und Abdel Adrian macht mal hier die Truhe auf. Da haben wir nämlich noch Finger des Todes. Warum auch immer Vampire Holzpflöcke hier in ihrem eigenen Versteck drin haben. Naja, Symbol Tod, das geht an Edwin. Und Symbol Tod ist ein Grad 8 Zauber, den er war schon gelernt hat. Genauso wie Finger des Todes auf Stufe 7. Okay. Helm wird mir den Weg weisen. Edwin, du hast am meisten zu verlieren, wenn sie dir die Stufe abzwicken. Deswegen geht ihr zweimal noch vor. Anomen, holt Del her. Und ihr kümmert euch um den Mistkerl hier. Korkan hat aber ganz schön die Reichweite, muss ich sagen. Gut, Anomen, du gehst wieder vor. Und? Wie sieht's hier aus? Ja, das sieht doch soweit ganz ordentlich aus. Und hier haben wir schon 2 im Sarg drin, um die wir uns drum kümmern können, im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, wir haben dann alles Holzpflöcke. Anomen, du hast Holzpflöcke. Mach doch mal was. In der Hinsicht, Abdel Adrian, wo hast du irgendwas entdeckt? Falle oder Weg oder irgendwas? Ich weiß es nicht. Okay. Tja. Wir haben getötet. So. Das wird wahrscheinlich Valen gewesen sein oder Del. Egal wer. Hier sind sie auf jeden Fall alle tot. Sehr schön. Das waren wahrscheinlich Korkans Pflöcke. Okay. Anomen hat noch ein paar im Sack parat. Das werden wir auf jeden Fall noch gebrauchen können hier. Bringt uns, sag ich mal, 9000 Erfahrungspunkte ein. Oh, du kämpfen hier Welter. Abdel Adrian, ihr seid spät dran. Wir haben schon mal ohne euch angefangen. Ja, Drist und seine Gruppe, sehr cool. Salia immer hier, Meredath und ein junger Vampir. Gut, misch dich mal ein bisschen ein. Abdel Adrian und ich kümmern uns um das Recht. Ich danke euch, Freunde. Wir treffen uns am Friedhof, wenn das hier zu Ende gebracht ist.
Okay, schade. Ich habe eigentlich darauf gehofft, dass wir von Denne möglicherweise noch ein bisschen Inventar abstauben könnten. Ihm habt jede ganze Spaß, ey. Okay. Na gut, die verziehen sich jetzt tatsächlich alle. Schade. Ich habe gehofft, dass ich da eventuell ein bisschen mehr rausschlagen könnte. Na gut. Okay, wie sieht's dann hier aus? Das unheilige Beck ist mit frischem menschlichem Blut gefüllt. Ihr kämpft die Übelkeit nieder, die in euch hochsteigt, wenn ihr an widerwärtige Gräueltat auf einen Vampir denken müsst. Gießt Enz von Elhans Fläschle mit heiligem Wasser in das Becker. Das Resultat ist sofort sichtbar. Das Becker brodelt ein paar Sekunden lang und beruhigt sich dann. Es wird vom Böse gereinigt. Muahahaha. Ja, die Vampire können aus dem Blut keine Energie mehr beziehen. Sehr schön. Ja, das mal geht man das schon richtig arbeitet, Sarah. Aber wir finden das mal nichts hier drin. Okay, jetzt zu dir, junger Vampir. Ah, normaler Vampir, nicht junger Vampir. Drist klebt jetzt an unserer Backe. Das soll mir eigentlich auch recht sein. Kümmert euch mal mit rum. 14.500 Erfahrungspunkte bringt so ein stinknormaler Wald- und Wiesenvampir. 8.500 gegen die erwachsene Vampire. Okay, speichern wir an der Stelle nochmal. Und schauen, was die für uns noch so parat haben. Was gibt's? Anomen. Ja, das sind schon die Nächster. Das sind normaler Vampir und Vampir. Haben wir da eventuell? Nee, da haben wir jetzt niemand, auch wenn nur namhafte Vampire dabei waren, niemand, der anscheinend würdig war, einen Sarkophag zu beziehen. Okay. Oh nee. Oh nee, oh nee. Oh je. Ich stehe euch zu Dienst. Vekonia, mach doch mal bitte Schutz vor Lebenskraft im Zug auf Korgan. Okay. Dann stürzt sich doch mal in den Kampf, Korgan. Und der kämpft hier die ganze Zeit gegen Drist. Na klasse. Drist ist schon leicht verletzt. Eventuell müssen wir gegen Drist noch kämpfen. Das wird sich zeigen. Korgan. Das wäre natürlich blöd, wenn wir unsere Verbündete hier abschlachten würden. Ja gut, Kork. Oh Scheiße. Die Meuchelmörder sind hier, um euch im Kampf zu unterstützen, Abdelagian. So wie es der Schattenmeister befohlen hat. Wir tun, was wir können. Oh yes, das erleid. Oh yes, das vergiss es. Okay, was? Der Mann greift uns ab, wohl bei ihm helfen soll, dass er sehe, wo er bleibt. Oh Scheiße. Das ist nicht so gut. Dann sollten wir vielleicht Drist irgendwie noch niederschlagen. Gucken wir doch mal, ob man den nicht irgendwie noch verletzen können. Oh ne, Korgan wird gerade gefressen. Nicht so gut. Da läuft jetzt ziemlich viel aus dem Ruder. Das ist nicht so gut gewesen. Okay. Na gut, dann müssen wir das anders lösen. Dann müssen wir das irgendwie ein bisschen anders hinkriegen. So. Ihr zwei geht nach wie vor dort drauf. Auf den Vampir hier drauf. Okay, dann auf den Vampir. Ah, der ist dummerweise abfällig für so einen Scheiß. Anomen ist dummerweise echt abfällig für so einen Scheiß. Und jetzt greift er wieder Drist an. Ah, so ein dummer Hund. Nee, das bringt uns alles nicht weiter so. Dann machen wir doch lieber was anderes. Korgan hat einen besseren Willen. Deswegen schützen wir Korgan doch einfach mal vor Lebenskraftentzug. Und jagen ihn noch vorne. Sollen die Vampire sich daran ihm die Zähne ausschlachen? Weil gegen Korgan haben sie es definitiv schwieriger, ihn zu beherrschen. Ich glaube, in seinem Berserker-Rausch ist er sogar auch gegen sowas immun. Ich glaube, Berserker-Rausch macht gegen etliches immun. Oder zumindest stark resistent. Ich werde euer Herz verspeisen. Ja, da komm her, Herr Reishan. Zeig, was du forscht. Oh oh. Der Zauber lässt noch. Das heißt, noch einmal Schutz vor Lebenskraft im Zug drauf. Soll Korgan doch hier alles abschlachten, was möglich ist. Herr Reishan hat sich nicht in den Sarg zurückgezogen. Okay. Du sind jede Menge junge Vampire, eine Tanova, die kennen wir schon, junger Vampir und Vampir. Okay, die Meuchelmörder sind hier, um mich zu unterstützen. Dann helfen wir noch mal. Ha,
Ertrag kostet blanke Stahlfreundchen. Ho up, Deladrian. Bringen wir das jetzt zu Ende. Okay. So, damit ist die der Aufganger. Gut gemacht, Schurke. Ihr könnt jetzt gehen. Ich will mich gemeinsam mit Abdeladrian Bodhi stellen. Gut, der Rest von meiner Truppe kann jetzt, glaube ich, auch hier durch. Ich hoffe, das bringt was. Und gegen die Vampire Kämpfer. Ja, mittlerweile ist es dein Hammer, ist verdammt bereit, Korkan. Nein, Abdeladrian hat es gleich mal wieder erwischt. Vikonia, heil mal dein Freund. So. Abdeladrian ist auf Stufe 20 nur runtergeändert worden. Jetzt ist er bei Stufe 23 wieder. Gewitterleid. Heidewitzka. So, jetzt schauen wir doch gerade mal. Ja, da hat sich tatsächlich wieder ein Vampir hier verkrochen. Ich folge euren Befehlen. Im Moment. Gut, die Passage hier dürfte jetzt auch sicher sein. Und noch ein Vampir ist tot. Wahrscheinlich war das Tanova. Vampir ist endgültig tot. Vampir ist endgültig tot und ebenfalls endgültig tot. Gut. Ausgezeichnet. Das war schon gesegnet. Jawohl, das ist auch schon bereinigt, wahr? Okay. Du hat anscheinend schon ein ordentlicher Kampf stattgefunden. Oh, jetzt ist das ganze Gebiet hier nochmal neu aufgezäunt, wahr? Nochmal verdeckt, wahr? Ja, da sind ein paar Schattendiebe und ein paar Vampire schon gestorben. Und wir haben jetzt Arcanis und Drizzt in unserer Runde, die für uns kämpfen. Alle beide. Okay. Das ist schon mal nicht schlecht. Uah, scheiße. Vampir, 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 Vampir und Vampir. Annomen. Mach doch nochmal ganz fix hier auf ihn. Sehr gut. Gut, die anderen zwei können sich ja gerne in den Kampf stürzen. Das ist mir egal. Die können sich hier sehr gern von deinen Vampire die Stufe abzwacken lassen. Das ist mir echt egal in dem Fall. Ja, er hat schon mal ein paar Stufe eingebüßt. Gut, also Korkan ist echt eine Kampfsau. Eure Frechheit ist beeindruckend, Abdeladrian. Es bringt euch nichts, da meine Herrin Taufe aus Blut und Schmerz für euch bestimmt hat. Jo. Rappelmollwächter. Okay, Edwin, mein guter Freund und Kollege. Mach doch einmal Magie durchdringen auf den Hansel. Oh, hoppla. Das ist nicht so gut. Dann sollte man vielleicht doch alle drauf gehen. Weil der Typ hier offensichtlich irgendwie gepackt hat, Korkan tatsächlich zu betäuben. Aber solange der nur zaubert, ist alles in Ordnung. Ich meine, glücklicherweise beißt der nicht, weil das ist die wesentlich üblere Gefahr, finde ich. Ja, das hat der Edwin auch noch stumm gemacht. Okay. So fix kann's als Gier. Was kommt hier noch? Vampirischer Nebel kommt hier noch. Allerhopf. Dann auf der vampirische Nebel noch drauf. Ich versinke in so. Erinnerungen an Annomen, lass unser Krupp in Ruhe. Unerfreuliche Erinnerungen. Ich stehe okay. Euch zu dienen. Annomen, du Blödmann, hör auf. So. Du kannst jetzt als allererstes mal unser Krupp mit einer Masseheilung wieder heilen. Das ist, glaube ich, etwas sinnvoller. So, Korkan ist leider immer noch etwas verlangsamt. Nichtsdestotrotz mache ich hier erstmal nochmal einen Speicherpunkt. Und jetzt flitzt er wieder. Jetzt ist er wieder unser Running Dwarf, so wie wir ihn kennen und lieben. Okay, dann kommt mal hier, ihr vampirische Mistkerler. So. Okay, die haben beide keinen Lebenskraftentzug gemacht auf ihn, das ist schon mal gut. Noch nicht. Aber die können das durchaus auch, diese Biester. Anna ist tot. Ich hasse das, wenn die Viecher sich unsichtbar machen. So, noch Anna ist tot. Okay, jedes Mal ist was drin hier in der Grube. Und zwar tolle Handschuhe und wieder ein Holzpflock.
Sehr schön. Also Korgan ist echt eine Kampfsau, wenn man den hochlevelt. Aber ich glaube, er kommt echt nicht weiter als 29.500, genauso wie Abdel Adrian. Ich denke, bei Dene 2 ist vorbei. Die haben ihr Limit erreicht. Korgan kann leider nämlich die Stufe 20 erreichen, genauso wie Abdel Adrian nämlich Stufe 24 erreichen kann. Das wird erst wieder ab Thron des Baal möglich sein. Anomen könnte wiederum auch noch 29 und dann nur 5, 29, ja, der kann noch seine 21. Stufe erreichen. Vikronia kann das 8 und Edwin dann, ach nimi, oder? Gerade mal gucken. Nee, Edwin kann leider ach nimi Stufe 18 erreichen. Das ist schade. Wenn 29.500 unser Erfahrungspunkte-Limit sind, dann ist das leider nicht mehr möglich, dass die Jungs nochmal aufsteigen. Oh je, Korgan hat nochmal 13 Schadenspunkte genommen. So, jetzt schlagen wir erstmal diese vampirische Nebel nochmal tot. Blöde Viecher. So, komm schon her. Komm schon her, du feiges Vieh. So, so wird ein Schuh draus. Okay, ansonsten haben wir aber hier nichts mehr, was da rumkreucht und fleucht. Doch. So, ist noch ein einzelner vampirischer Nebel, der mich so vermisst hat. Und da geht es immer auf die Schnut, dann ist das Ding auch kaputt. So, da haben wir die Etage geklärt. Schar führt meine Hand. Ja, dann kann Schar auch mal deine Hand führen beim Heilzauber. So. Und huah. Sehr gut. Da können wir uns jetzt nämlich in die Ebene weiter nach unten vorwagen. Und zapp, sehr schön. Perfekt. Hätten wir das auch über alles erledigt. Ich höre euch besser. Und da sind sie wieder, die Verbündete. Okay. Hoppla. Vorsicht ab der LGN, die zwar ist, Fall ist zwar hochwertig, aber sie ist mir dennoch nicht gewachsen. Okay. Das ist schon mal nicht schlecht. Dann können wir uns hier alles sammeln. Das mir zu übertragen. Und da ist noch eine Falle. Komm, der Rede wert. Die machen wir selber weg. Das bringt uns nämlich sehr viel Erfahrungspunkte, wenn wir das machen. Da kommen nochmal unsere andere Hanseln vorgestürmt. Und dann können wir an der Stelle genauso gut an einen Speicherpunkt. Ja, ja, das habe ich schon längst entfernt, mein Lieber. Die war mir auf jeden Fall auch nicht gewachsen. Jetzt wird es halt gefährlich, weil jetzt kommt Bodhi. Das wird jetzt nochmal eine andere Hausnummer. Aber nichts, was nicht machbar ist. So, was lauert dann hier? Hallo? Eine Fledermaus, noch eine Fledermaus und noch eine Fledermaus. Riecht noch Vampire. Und hier wird es nun also enden. Willkommen. Ihr wart sehr erfinderisch bei eurer Suche nach mir. Allerdings habe ich auch keinen Umweg gemacht, um mich zu verstecken. Das stimmt allerdings. Wie schade, dass Imao nicht bei euch ist. Ist zum Nichts verkümmert, wie es mir vorherbestimmt war. Aber habt ihr sie aus ihrem Elend erlöst? Das ist nicht sehr wichtig. Ich bin sicher, dass die Gründe für euer Kummer alle sehr wichtig für euch sind. Erspart mir die Langeweile, sie mir Art zu hören. Für euch gibt's keinen Kummer mehr, Vampir. Ich werde euch euer schwarzes Herz durchbohren. Ich habe nicht die Absicht zu fliehen. Ihr seid zu eurem letzten Kampf mehr Kummer, Abdel Adrian. Und ich habe vor, ihn zu genießen. Ich habe vor... Warum seid ihr hier zurückgekehrt? Ihr hättet vorausgehen sollen, dass ich in Sultan Esala bin. Sie haben euch von dem Diebstahl erzählt, nicht wahr? Ihr helft eine verräterische Elfe. Sie verdienen alles, was ihnen geschieht und mehr. Sie werden sich uns sogar nicht dann nicht nähern, wenn wir sie vernichten, so arrogant sind sie. Lasst sie aus Furcht davor erzittern, dass sie zwischen mir und Irenikus sterbe wären. Sie würden uns nicht einmal als zu sich gehörig anerkennen. Und jetzt werden sie alle begraben. Jetzt werden wir sie alle begraben. Ilhan wusste nicht mal von euch. Wie sollt ihr euch als zu sich gehörig anerkennen? Hier. Elfe gewähren aus, nicht nur selten außer seit er jedweder Art Zutritt zu ihrer Städte. Dummkopf! Sie werden euch annehmen lassen, dass wir Eindringlinge von außerhalb sind, die ihr Stadt ohne Grund ergreifen. Ihr Schmarr ist es, dass Irenikus und ihr und ich wirklich sehr vertraut sind. Ken Elf wird zwar sich gegen die andere zu wenden. Ken Elf wird die Gesellschaftsstruktur gefährden. Ken Elf wird tun, was Irenikus und ich getan. Er vertraut ihren Fall. Elhan? Er hat daneben gestanden, während sie unser Verbrecher bei ihrer Bestrafung wieder überhängen.
Ich sollte euch fast am Leben lassen, damit ihr die Schmach erfahren könnt, durch einen Außenseiter zu der ganzen Sache befragt zu werden. Fast. Euer ADL 3 endet hier, Abdel Adrian. Ich werde mich an dem Blut der Götter labe, während ihr mit unbeantworteter Frohre im Tod entgegengeht. Na, da esse ich lieber einen Salat. Och nö. Anomen, du blöd Mann. Anomen ist echt so auffällig gegen Bezauberung. Dann machen wir jetzt zuerst diese gammliche Grimwaden noch tot. Oh nee. Jetzt ist noch mein Verbündeter gestorben. Oje, oje, oje. Nee, das machen wir nicht. So ein Quatsch machen wir nicht. Du machen wir wieder einen Quicksave-Lader. Nee, wie gesagt, so ein Käse mache ich jetzt echt nicht. So holen wir halt Korgan vor. Gut bezahlt. Was ist und lassen Korgan nochmal Schutz vor Lebenskraft im Zug zukommen. So. Allerhaupt. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Allerdings habe ich auch keinen Umweg gemacht, um mich zu verstecken. Okay, bla 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 bla. Und Korgan. Geh doch schon mal vor. Und kämpft gegen die gammliche Vampire. So, das war ein junger Vampir nochmal fertig gemacht. Hier ist nochmal ein junger Vampir. Da ist noch ein junger Vampir. Und der Rest kann doch von dort aus mal bitte auf die Grimwader stürzen. Abdel Adrian, mach doch mal bitte hier den Zauber Sonnenstrahl. Sehr schön, das hat alle ordentlich verletzt. Und Korgan kann sich jetzt um Bodhi kümmern. Ups. Naja, Korgan hat jetzt leider sämtliche Stufe zerrobbt. Das ist nicht so besonders gut. Machen wir nochmal. Korgan hat jetzt nämlich vollkommen zerstört. Sie hat ihm so viele Stufe abgezogen, dass er unter Stufe 1 gefallen ist. Und ja, das bedeutet das sichere, endgültige, existenzielle Tod. So, noch einmal das Ganze und desmal planen wir es ein bisschen besser und geschickter. Bliblablupf. Ja. Und los geht's. Auf die Vampire drauf. Ihr andere geht jetzt schon mal rein und attackiert die Grimwader. Und Abdel Adrian bestellt sich mal ein bisschen an der Rand. Oh, der sieht schon aus, als würde auf Abdel Adrian los wollen. Nee, doch nicht. Okay, dann machen wir hier. Ja, du gehst weiter auf die junge Vampir. Sehr schön. Dann alle bitte auf Bodhi, außer du, Vikunja, die haust schon mal hier auf den Grimwader. Jetzt haben wir die auch gleich erledigt. Okay, perfekt. Jetzt ist nur noch Bodhi übrig und ein Grimwader. Aber Bodhi ist verlangsamt. Die kriegt jetzt nichts mehr hier. Oh doch, Korgan hat so noch ein paar Stufe abgezwickt. Oh ja. Mit M Schlag gleich mal 3 Stufe abgezerrt. Das ist echt heftig. Und jetzt ist er... Wow, Stufe 9. Alter Falter. Also Bodhi ist schon extrem mächtiger Vampir. Nein, das ist meins. Das ist mein Leben. Jetzt nimm ihn. Okay, Bodhi stirbt, aber... Wir haben das Böse besiegt. Ihr habt euch wacker geschlagen. Ich wünsche euch eine gute Reise. Ja, danke, Shadrist. Okay, jetzt sind wir auch wieder vollständig geheilt. Was das angeht. Und du könntest nochmal so einen normalen Heilungszauber auf Korgan sprechen. Also echt mal, ohne Witz, Korgan ist eine tierische Kampfsau, was das angeht. So. Zauberschild. 29 Gold, gammliche Halskette und Engelshautring. Okay. Gut. Ich glaube, dann können wir nie mehr lernen, oder? Ja. Okay. Wir können aber hier nochmal das Becke reinigen. Das urheilige Becke ist mit frischem menschlichem Blut gefüllt. Ihr kämpft die Übelkeit nieder, die in euch hochsteigt, wenn ihr an die widerwärtige Gräueltat vom Vampir denken müsst.
Ihr gießt eins von Erde als Flechle ins heilige Wasser. Ist gesäubert. So, Becken wurde gereinigt. Vampire können keine Energie mehr draus beziehen. Genauso wie hier. Ach, Dito und Dito. Perfekt. Dann können wir jetzt nochmal hier gucken, was es durchscheinend gibt. Die Verbündete von der Schattendiebe und Drista Urten sind fort. Hier haben wir noch diverse Bücher. Der Vampir Becomos, Ota Servanta beschwören, Almanach Deri, Vampiriki. Die nehmen wir doch mal alle mit, die Dinger. Scheint ja wohl irgendwie Bodhi auch wichtig gewesen zu sein, das Zeug. Anscheinend beschreibt es, wie man zum Vampir wird. Rea Vampir Becomus. Das Buch wurde mit Blut besudelt, wodurch der Großteil der Seiten unleserlich geworden ist. Die Tinte war ohnehin schon ziemlich verblasst und ist jetzt zum größten Teil auch noch von Blut überdeckt. Am Rand einiger Seiten wurden Notizen geschrieben, die es euch zumindest ermöglichen, den ursprünglichen Zweck des Buches zu enträtseln. Das Schriftstück hat sich offenbar mit dem Verfahren befasst, das man durchlaufen muss, um zu einem Vampir zu werden. Warum jemand freiwillig Vampir werden will, ist euch jedoch auch nach dem Studium dieser Notizen schleierhaft. Auf der Rückseite des Buches befindet sich ein Stempel, der anzeigt, dass es einst von den Anhängern Ogmas archiviert und katalogisiert wurde. Der Ogma ist Wissensgott, könnte man so sagen. Okay, das kann dann eigentlich hier in unser... Oh, das passt doch nicht rein. Ich meine, das ist ein Buch, hallo? Na egal. Almanach de Re Vampiriki, ungekürzte Ausgabe. Der Plage der Zähne ein Ende bereiten. Das Werk ist ziemlich alt. Ihr kennt die Sprache nicht, in der es geschrieben wurde. Glücklicherweise hat Bodhi Übersetzungen von Stellen, die ihr wichtig erschienen, an den Rand geschrieben und sich auch Notizen gemacht, welches Thema sie noch weiter nachgehen will. Statuat Tuo Gotha. Die Entscheidung. Die Hexe von Weg. Lange vor ihrem Verrat schritten wir über die Uma-Hügel und suchten Trost in unserer Stunde der Not. Die Zeit der Klage war für die Lebenden vorüber. Die Klingen, die durch die Angst gehalten, solange in ihren Scheiden geblieben waren, waren jetzt frei. Es war beschlossen worden, dass wir mit unserem Schwertarm für unser Leben eintreten würden. Die ehrenvollen Toten, die in der Dunkelheit des Schattens Flügel bekommen hatten, würden von uns Lebenden, die ihre Freunde und Verwandten bei der Plage der Zähne verloren hatten, nicht mehr mit Bedauern bedacht werden. Mona de Pas Golvana Fatorn, Kämpfer, als die Toten kamen. Da kamen wir, die Armee des Lichts, bewaffnet mit Glauben und Überzeugung. Wir marschierten gegen die Gräber der Untoten, als der Tag noch jung war. Mit hölzernen Pflöcken vernichteten wir Meister und Sklaven, aber viele von uns bezahlten den erlösenden Schlag mit dem Leben. In den Gefallenen hauste die Gefahr, dass die Bedrohung erneut auferstehen würde, und viele der Neuinfizierten schienen dazu verdammt zu sein, mit finsteren Absichten erneut zu wandeln. Aegato Davon, der Schwur. »Nicht noch mehr«, schrien wir. »Keine weiteren Opfer würden der Plage bringen. Die Neuinfizierten durften nicht aufgegeben werden. Wir hatten für ihres und unser Leben gekämpft und waren nicht bereit, das ihrige zu opfern. Wir gingen zum Tempel des Gottes der Sonne und des Lichts. Amaunator würde sie retten, den kennen wir ja mittlerweile schon zu Genüge. Amaunator, dessen Berührung Schatten in Flammen aufgehen lässt. In die Arme des Sonnengottes legten wir die Infizierten, die Herzen ihrer dunklen Meister platzierten wir neben ihnen. Blut brannte und die Toten kehrten zurück, aber nicht als Untote oder Tote, sondern lebendig und frei von der Befleckung. Viele gingen auf der Seite des Lichts nach Hause, als das letzte Zeichen der Plage ausgetilgt wurde. Bedeutung der archaischen Verehrung Amaunators, Ursprünge der Seuche des Vampirismus, irgendeine Verbindung zu einer modernen Heilmöglichkeit, über die man besorgt sein müsste, historisches Dokument oder historischer Roman. Eine letzte Notiz befindet sich am Ende des Buches. Den Ogma-Mönch im Tempel des Hafenviertels wegen weiteren Informationen verhören. Er sollte über Informationen über die Umkehrung des Vampirismus verfügen. Dann sollten wir eventuell auch mal aufsuchen. Und Ota Servanta beschwören. Sonjur Ota Servanta. Das Buch ist in einer sehr seltsamen Dialekt der Handelssprache geschrieben, die im Süden gesprochen wird. Ihr seid mit diesem Dialekt nicht vertraut. Es scheint sich nicht um ein besonders altes Schriftstück zu handeln, sondern um einen Teil des persönlichen Tagebuchs eines Adligen namens Thomas Sangui. Sangui wie Blut dann, ne? Der Text befasst sich damit, wie dieser Adlige seinen treuesten Diener erlangt hat. Es ist schwierig, detaillierte Informationen aus dem Text herauszulesen, aber anhand gewisser Worte, die immer wieder erwähnt werden, könnt ihr zumindest mit einiger Sicherheit sagen, dass es sich dabei um einen Diener eines Vampirs oder anderen blutsaugenden Wesens gehandelt haben dürfte. Das Wissen des Adligen über das Thema scheint recht umfassend zu sein. Er erklärt den langwierigen Prozess, der erforderlich ist, um ein Wesen vollständig umzuwandeln, recht ausführlich. Offensichtlich lässt sich diese Prozedur umkehren, wenn sie vor der Vollendung unterbrochen wird. Der Autor lässt sich darüber jedoch nicht weiter aus.
Auf der Rückseite des Buches befindet sich ein Stempel, der anzeigt, dass es eins von den Anhängern Ogmas archiviert und katalogisiert wurde. Okay, die Dinger sollten wir wahrscheinlich echt zu den Leuten im Hafeviertel zurückbringen. Das ist gar nicht mal so schlecht, weil unser Weg uns sowieso wieder zu Kangax führt. Insofern sollten wir das einfach im Hinterkopf behalten. Hier haben wir noch Abidalzims abscheuliche Austrocknung, ein Symbol der Furcht und ein schickes Kurzschwert. Was ist denn das für ein schickes Kurzschwert? Gurgelschlitzer plus 4. Das ist doch heute mal ein richtig geiler Name. Die Geschichte dieser Waffe ist lang und blutig. Wer hätte es erwartet bei so einem Name? Oft hat sie ihrem Namen alle Ehre gemacht. Wegen ihrer geringen Größe und ihrer mächtigen Verzauberung ist sie vor allem bei Meuchelmördern sehr beliebt und befindet sich daher meist in den Händen der gefährlichsten Missetäter der Reiche. Allerdings bleibt die Waffe nie lange bei einem Besitzer. 1W6 plus 4. Das ist schon nicht schlecht. Das ist ziemlich ordentlich. Das kann definitiv bei Abdel Adrian erstmal bleiben. Wenn wir Molo plus 4 Waffe, vor allem magige Kangax, gebrauchen können. So, das Zeug kann hier rein. Das bringen wir zu Ogma-Leut zurück. Und genau, da waren ja auch noch, war ja auch noch was. So, dann können wir hier hingeben. Da waren noch Handschuhe, genau. Die geben wir mal an Abdel Adrian weiter. Handschuhe der Waffenkunst. Vermächtnis der Meister. Diese Handschuhe waren besonders bei jungen Kriegern sehr beliebt und gehörten einst der Königsfamilie von Treskel. Von diesen Handschuhen wurde ein Teil der legendären Fähigkeiten des Prinzen übertragen und sie verliehen dem Träger die Fähigkeit zum Umgang mit allen Nahkampfwaffen. Jedoch fanden die meisten ihrer früheren Besitzer ein blutiges Ende. Die Handschuhe versehen ihre Träger zwar den aus Erfahrung gewonnenen Fähigkeiten, jedoch nicht mit der daraus gewonnenen Weisheit. Schaden plus 2 und ETM 0 minus 1. Müssen wir gerade mal bei Kork angucken. Ne, das ist. Die Dinger sind einfach zu gut, was die Rüstungsklasse A geht. ETW 0 minus 1. Ja, da können wir das doch durchaus mal bei ihm reinpacken und können die Dinger dann verkaufen, würde ich sagen. Okay. Bleibt dir nur noch Enz übrig, Bodhi Sarg, und er ist so glücklicherweise hier. Nach einem verzweifelten Kampf zog sich Bodhi in ihren Sarg zurück. Es ist an der Zeit, es zu Ende zu bringen. Mit Hilfe eines Pflocks kann man sie jetzt endgültig zerstören und die Moans Seele befreien. Machen wir doch. Und zack. Bodhi fällt vor euren Augen in sich zusammen. Nachdem die gestohlene Seele befreit wurde, ist der Körper nur noch eine leere Hülle. Ihr könnt kurz eine Art von Erscheinung aufblitzen sehen, dann ist da nichts mehr. Durch ihren Tod öffnet sich ein Geheimfach in ihrem Sarg. Dahinter befindet sich die Laterne. Jeder kriegt noch 55.000 Erfahrungspunkte für das Ganze. Habe ich die Laterne jetzt auch gekriegt? Ah ja, da ist er. Lanthorne, die Rhyn-Laterne, ist ein Artefakt, das im untergegangenen Mythrin gefertigt wurde. Für die damaligen Herrscher war das Artefakt äußerst wertvoll, da sein Licht alle Täuschungen und Illusionen durchdringen konnte. Wenn alle Linsen an dem Artefakt montiert sind, kann sein Licht die Illusion bannen, die Sultanessa Lava birgt. Und Bodhis schwarzes Herz. Das schwarze, verschrumpelte Herz der Vampirin Bodhi. Das essen wir jetzt wie ein Apfel, oder? Da hätte ich jetzt richtig Bock drauf. Es ist endlich vorbei. Bodhi wird euch nicht mehr länger quälen. Sie wird in den Abgrund hinabfahren und dort für die bösen Taten bezahlen, die sie der Welt angetan hat. Sehr schön. Okay, also Bodhi ist jetzt weg. Ihr Herz können wir wahrscheinlich noch gut gebrauchen. Das brauchen wir für später, glaube ich, noch, soweit ich weiß. Insofern, das Herz sollte man nicht wegschmeißen. Okay. Da haben wir auch noch die Vampire erledigt. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt nochmal hier aus dem Dungeon mit raus. Und dann können wir uns auch wieder dem Problem Kangax zuwenden. Ja, es ist halt einfach so. Das muss halt sein. So, dann gehen wir wieder hier raus, wo wir herkommen sind. Gute Idee, das mir zu übertragen. Und ich glaube, gegen Vampire müssen wir jetzt nicht mehr großartig kämpfen. Selbst wenn du noch welche von Bodhis Armee übrig sein sollten. Im Endkampf in Sultanessa Lava, wo ich mir echt nicht mehr so sicher bin, die Pflöcke brauchen wir auf jeden Fall nicht mehr. So, gerade mal gucken. Nö, alles in Ordnung soweit. Das Zeug, ja komm, lassen wir es einfach so, wie es ist. Das passt schon soweit. Hier haben wir alle drei Vampire vernichtet. Hier haben wir das Becken gereinigt. Das Becken konnte man nicht reinigen. Das war nur zum Aufsammeln von Gegenständen. Ja. Dann sind wir durch.
das Blutbecken unheimlich abgereinigt. Ja. Komm, der Rede wert. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt nochmal ins Hafenviertel. Ruhen unsere Runde aus. Also ich gehe jetzt zumindest noch ins Hafenviertel und dann in der nächsten Episode morgen würde ich mal schauen, dass wir uns ausruhen. Und dass wir, wenn möglich, nochmal uns wappnen gegen Kangax. So. Aber ich würde jetzt sagen, ich mache an der Stelle erstmal meinen Cut. Und wir sehen uns dann morgen wieder zur Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Arm auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Euer Yankee.